Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder ein paar News für euch zusammengefasst. Brandaktuell, was schon jeder weiß, wir trotzdem aber nochmal sagen wollen, dass wir auch gleich die eigene Meinung dazu einbinden können. Und zuallererst noch was in eigener Sache. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass das Thumbnail anders aussieht. Da erstmal ein Dankeschön an Panda Nils, by the way. Panda Nils BTW, weiß nicht, ob das für By The Way steht. Der hat mir nämlich angeschrieben auf Instagram und hat gesagt, er finde den Kanal eigentlich richtig dope und er ist der glücklichste Mensch, seitdem er meine Videos gucken kann. Nein, nicht so übertrieben, aber er hat gesagt, was ihm auffällt, ist, dass meine Thumbnails... Oh mein Gott, der Wecker geht! Dass meine Thumbnails immer so unscharf sind, da ich diesen komischen Filter drüber lege. Ich dachte, das hat eben seinen eigenen Stil, immer mit diesem Rahmen und dass direkt aus dem Video ein Bild genommen wird und das als Thumbnail genommen. Viele machen das ja, die nehmen einfach irgendwas, schreiben Überraschung aus dem Feldforschungsdurchbruch, machen Shiny Mewtwo hin und dann haben die einfach normales Latios drin. Das wollte ich vermeiden, ich wollte einfach wirklich Thumbnails immer aus dem Video direkt haben, dass man eben auf dem Thumbnail schon sieht, was wirklich in dem Video drin ist. Nicht irgendwas geklaut, nicht von anderen. Sieht halt nicht so professionell aus. Er wollte mir da ein bisschen unter die Arme greifen, hat gesagt, er könnte sich um die Thumbnails kümmern. Jetzt also die Frage an euch, wie findet ihr das aktuelle Thumbnail? Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Meinung schreiben, ob ich den alten Stil beibehalten soll, was auch bei den anderen Videos ist, bei den Reviews eben mal mit so einem blauen Rahmen, bei den Essensvideos mit einem gelben Rahmen, bei Raid am Mittwoch mit einem roten Rahmen, immer aus dem Video direkt ein Bild. Oder ob Panda Nils jedes Video jetzt immer mit einem exklusiven Thumbnail versehen soll, wo er da was zusammen bastelt, was eben professioneller aussieht. Damit jeder denkt, ey, das ist doch ein Video vom Schilling, gleich mal draufdrücken, was ist denn das für ein Kunde, gleich mal disliken, ja, eigentlich ist es doch interessant, gleich mal abonnieren. Also, sollte man die Thumbnails jetzt professioneller machen und Panda Nils sich die Arbeit machen oder seid ihr mit den alten Designs zufrieden, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ich es schaffe, irgendwie so eine Infokarte einzublenden, wo man abstimmen kann, versuche ich das natürlich auch. Also Dankeschön erstmal an das Angebot, auf jeden Fall, sehr coole Sache, auch das erste Thumbnail, was er gemacht hat für dieses Video, wird ja sicherlich aufgefallen sein. Und dann kommen wir noch zu ein paar News, was natürlich ganz wichtig ist, morgen ist nochmal eine legendäre Raid-Stunde mit Rayquaza, normalerweise ist sie ja immer am Mittwoch gewesen, da aber ab 2.9. Rayquaza nicht mehr da ist, wird am 1.9. morgen am Sonntag nochmal eine legendäre Raid-Stunde mit Rayquaza sein. Für alle, die also noch kein Shiny haben oder noch kein gutes Rayquaza, haben hier nochmal die Möglichkeit, eins mitzunehmen. Und ich fand eigentlich, also ich brauche die nicht unbedingt, ich habe ein paar Shinies bekommen, ich hatte ein paar gute, wer wirklich aktiv immer Pokémon spielt und raidet und alles, der sollte da eh schon dabei sein und irgendwo nimmt es dann den Wert weg von dem Shiny, von dem Rayquaza, wenn das wirklich so übertrieben lange da ist, denn es wird ja sicherlich auch noch in die Feldforschungsdurchbrüche kommen und Rayquaza war jetzt wirklich am längsten da. Ich glaube, es gab noch keinen Raid-Boss, der so lange da war. Manche waren immer nur 2 Wochen da, manche waren mal einen Monat da, also 4 Wochen, aber Rayquaza, das ging ja wirklich Anfang des Monats bis in den nächsten Monat noch rein. Nicht nur 4 Wochen, sogar länger als 4 Wochen und hat in der Zwischenzeit so viele Raid-Tage, also legendäre Raid-Stunden mitgenommen, außer die von Vesprit, aber die wird ja jetzt ersetzt, eben nochmal am Sonntag durch die eine. Kann jeder machen, ich meine, ist sinnvoll, ist auf jeden Fall sinnvoller als das mit Vesprit. Haut da nochmal rein, geht nochmal raus, nehmt nochmal Rayquaza mit, wenn ihr noch keinen Shiny habt. Aber ich finde, Mewtwo zum Beispiel, im Gegensatz dazu, Mewtwo ist eine Woche dann da. Viele sagen, das ist viel zu kurz, aber ich finde, das ist genau richtig. Weil wenn jeder wirklich alles immer hat und sofort bekommt, dann ist das eben nichts Besonderes mehr. Und Rayquaza ist so ein Knaller gewesen. Gut, da hätten die Leute sich, die wären auf die Stühle gegangen, auf die Tische gestiegen, die hätten die Decken abgerissen. Wenn dann nicht jeder wenigstens ein Shiny bekommt, gibt es jemanden hier, der das Video sieht, der noch kein Shiny Rayquaza bekommen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Deswegen wollte man die Leute vielleicht mit Rayquaza verwöhnen, hat das deswegen so lange dagelassen.
Und es wurde auch groß angekündigt, dieses Jahr wird es Rayquaza nicht nochmal als Shiny geben. Aber ich meine, das Jahr ist auch schon fast zu Ende. Was hätten Sie davon, wenn in 2 Monaten nochmal für einen Monat Rayquaza kommt oder für eine Woche nochmal Rayquaza? Man ist eigentlich jetzt gesättigt, da so viel Zeit war, aber das ist nur meine Meinung. Schreibt ihr mal eure Meinung rein, ob ihr das zu lange fandet, wie Rayquaza da war oder ob ihr gern das noch länger da gehabt haben hättet, können, tun, machen. Schreibt es mal rein auf jeden Fall. Das würde mich noch interessieren. Dann wurden auch die Feldforschungsdurchbrüche angekündigt für den September und Oktober vom 1. September 22 Uhr bis zum 1. November 22 Uhr, damit ihr also den ganzen September und Oktober Zeit habt, wird es Evoli mit Blumenkranz geben. Diesmal also kein legendäres Pokémon, nur Evoli mit Blumenkranz. Und viele sagen jetzt, die Evoli schon haben mit Blumenkranz als Shiny. Ja, das ist doch langweilig, wir wollen was anderes. Aber was gäbe es anderes? Meistens gab es in den Durchbrüchen ja eh nur Sachen, die vorher ja schon da waren. Außer mit Ninja Tom, das war was anderes, das war neu für alle. Aber in den Feldforschungsdurchbrüchen werden normal ja immer nur Sachen recycelt. Für Leute, die aktiv raiden und aktiv spielen, bieten die Feldforschungsdurchbrüche selten irgendwas Interessantes oder Neues. Selbst bei den Raubkatzen, als die reinkamen, jeder, der Raids gemacht hat, hat die schon alle bekommen auf Level 20. Was wollt ihr also mit einem Level 15er Raubkatze da, wo ihr alle 7 Tage die Chance gewürfelt bekommt, 1 von 3 zu bekommen, oder jetzt mit Latias, was auch in den Raids immer war und so weiter. Für die Leute, die natürlich noch kein Shiny Blumenkranz Evoli haben, ist das eine gute Möglichkeit, in diesen 2 Monaten vielleicht eins zu bekommen. Die sind ja sehr begehrt. Leute, die schon 50 Stück haben, finden das langweilig, aber ist ja nicht schlimm, denn wenn die schon so viele haben, vielleicht kriegen die noch was dazu, können ein bisschen traden. Bei mir war es einfach so, ich finde das nicht schlimm, dass das kommt. Ich habe damals bei den Go-Fests schon ordentlich abgestaubt, habe da einige mitgenommen, habe meine aber mittlerweile so gut wie alle weggetauscht, denn ich wollte alle Pikachus mit Hüten haben als Shiny, aber Evoli mit Blumenkranz, kann man ja die normalen Evolis mit Blumenkranz entwickeln zu den Nachfolgern und die ganzen Evolis als Shiny entwickeln zu den Shiny-Nachfolgern, aber Blumenkranz-Shiny, was ja wirklich diesen Blumenkranz, der ist so unscheinbar beim Shiny und bei dem normalen, das ist für mich eigentlich richtiger Quatsch, deswegen lege ich auch keinen Wert auf Shiny-Evoli mit Blumenkranz. Ich habe vielleicht 6, 7 Stück gehabt oder so, mit etwas Glück und entwickeln und laufen und machen und tun, hätte ich bestimmt alle Shiny-Entwicklungen mit Blumenkranz haben können. Aber ich habe die meistens genommen, habe sie dann getauscht gegen andere Babys, die mir noch gefehlt haben, gegen andere Sachen, die für mich neu waren als Shinies. Habe deswegen meine Shiny-Sammlung jetzt eigentlich fast vollständig, außer eben diese Evoli-Sachen. Aber da reichen mir die normalen Shinies ohne Blumenkranz, weil ich persönlich finde den Blumenkranz totalen Schwachsinn. Bei Pikachu ist das wenigstens ein ganzer Hut, der ist auffällig, oder noch eine Brille dabei oder irgendwas, ein Schwert in die Hand am besten. Aber Evoli finde ich Quatsch. Wenn ich jetzt noch welche bekommen würde, okay, würde ich wahrscheinlich wieder nutzen zum Tauschen. Wenn ich nichts bekomme, auch nicht so schlimm. Es entgeht einem nichts, aber allgemein wird damit der Wert für Evoli auch wieder ein bisschen gesenkt, da eben mehr Leute dann das auch haben können und es nicht mehr exklusiv, habe ich gerade SS gesagt, und das eben nicht mehr exklusiv für die Go-Feste war. Was ist ja sowieso nicht wahr, weil damals gab es ja dann schon Evoli mit Blumenkranz und Pikachu mit Blumenkranz so wild zu fangen eine Zeit lang. Da hätte man es auch schon Shiny bekommen können. Das aber wieder nur meine Meinung dazu. Schreibt ihr also mal rein, wie findet ihr das? Feldforschungsdurchbrüche mit Evoli auf Chance auf Shiny Evoli Blumenkranz. Habt ihr schon ein Shiny Evoli mit Blumenkranz? Würdet ihr versuchen, jede Shiny Evoli Entwicklung mit Blumenkranz zu bekommen? Oder nehmt ihr das zum Traden, weil ihr die Blumenkränze so kacke findet wie ich? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Das war's aber jetzt von der Infosendung. Wir müssen mit gleich los zum Grillen. Jetzt muss ich noch schnell hochladen hier. Und ganz wichtig, guckt euch das Thumbnail an und sagt eure Meinung dazu. Findet ihr die Thumbnails, wie sie bisher waren, okay, ausreichend, hat einen eigenen Stil, ist persönlich? Oder sollen wir ein bisschen Spieletrend spielen und die Thumbnails in einem anderen Style darbieten, dass das vielleicht auch professioneller wirkt und eine persönliche Note mit einem Bild von mir oder ohne Bild, geht ja auch, einfach nur mit dem Pokémon-Logo und Themen da aufs Thumbnail draufgeklatscht. Schreibt eure Meinung rein. Ich guck mal, ob ich so eine Infokarte ins Video reinbauen kann. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.